Liebe Leute, ich hoffe, das Konzert aus der Dorfschenke Herberhausen letzte Woche hat euch Spaß gemacht und auch das Interview mit Vera. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, im Chat mit euch zu chatten. Und diese Woche geht es gleich weiter. Es wird ein bisschen bunter, es wird ein bisschen breiter, das Programm. Ich habe ein paar eigene Songs, die ich zu Hause produziert habe. Ich habe ein paar Songs, die bei diversen Aktionen passiert sind. Ich habe Berichte von eben diesen Aktionen, denn momentan ist ja nicht viel mit in Kneipe spielen und deswegen bin ich auf Streams unterwegs oder sonst was. Dieses Mal habe ich eine Aktion, da war ich im Alpenmax. Ist eine etwas ungewöhnliche Adresse für Live-Musik und Kultur hier in Göttingen, weil eigentlich handelt es sich da um ja, eine Ballermann-Disco. Ist sie jetzt auch noch. Es gibt dort Ballermann-Streams, aber es gab halt auch bis jetzt diesen einen Stream mit mir, mit Johnny Poppyseed und mit Wasis Origin. Und das war eine schöne Aktion. Ihr seht gleich den Bericht darüber. Und dann war ich noch bei Radio Leinewelle zu Gast und habe über mich, über Corona, über alles Mögliche diskutiert. Da gibt es auch einen Link da unten, könnt ihr euch das angucken nochmal, anhören, besser gesagt. Und dann ist momentan offene Bühne von Kreuzberg und Kultur online. Da gibt es auch noch die Songs, die ich da gemacht habe. Und dann war ich in Reiershausen unterwegs. Ja, schaut einfach mal rein, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik. Los geht's! Gestalten auf den Donnerbalken und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Dritte, setzte sich in die Mitte und sie schrie nach Klopapier. Und dann kam der Vierte, der die Scheiße rührte und sie schrie nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Fünfte, der die Nase rümpfte und sie schrie nach Klopapier. Kam der Sechste, als die Scheiße kleckste und sie schien nach Klopapier, Klopapier. Und da kam der Siebte, als der Balken wippte und sie schien nach Klopapier. Und da kam der Achte, als der Balken krachte und sie schien nach Klopapier, Klopapier. Und da kam der Neunte, als die Scheiße schäumte und sie schien nach Klopapier. Und dann kam der Zehnte, brachte das Ersehnte, Klopapier. Der Elfte nahm sich gleich die Hälfte und sie schrie nach Klopapier. Und dann kam der Zwölfte, nahm die andere Hälfte und sie schrie nach Klopapier. So viel zur Eröffnungsnummer von unserer heutigen Sendung. Ihr findet den Link zu dem Song auch da oben gerade, weil ich habe alle Songs auch einzeln nochmal verpackt, falls ihr das teilen wollt oder auf der nächsten Party abspielen wollt. Ansonsten habe ich noch andere Aktionen gemacht. Ich habe hier auf diesem wunderschönen Balkon eine ganze Session abgehalten. Da gibt es jetzt auch den Link da oben. Und ich habe im Exil, also in unserem Göttinger Rockclub, ganz am Anfang auch eine Session mit Janis Schreiber zusammengehalten. Da, Link, einfach draufklicken, könnt ihr euch dann nachher öffnen.
Ansonsten, jetzt kommen ein paar Songs von Paddy's Funeral, meiner Folk-Punk-Band. Da unten, Link. Und, also in der Beschreibung, ne? Und von meiner Jan Flinkhäuser Blues Explosion gibt's auch den Link da unten. Beide Songs habe ich in meinem Musikerkeller alleine mit mir ganz einsam gespielt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran. Also, Musik ab! Come on now! Mother gave me milk. My cradle was stocked up red, rubbing and white silk. But as a grown up, I prefer to drink some other stuff. But when I'm into drinking beer, well, I might get rough, cause I'm a drinker and a thinker. I drank the whole night long. My mother used to warn me of the boys I now belong. But she was wrong, and I live just a life. I wanna live, and I don't regret a second. Cause all is still and more. No, Patty's just a man. No one can ever harm him. Not even a black and tan. I'm not so good, cause I live just a life. I wanna live when I don't regret a second. Just a 6-year-old, they want me to go to school. But Patty didn't learn to handle the slide rule. But as I reached the third grade, well, I like playing the games. The older boys, they told me, never whisk your poor old James. Cause I'm a drinker, not a thinker. I drink the whole night long. Me mother is warned me of the vice I now belong. But she was wrong, and I live just a laugh. I wanna live, and I don't regret a second. Cause song is cool at the bar. The Patty's just a man. No one can ever harm him. Not even a black and tan. I'm not so good, cause I live just a laugh. I wanna live, and I don't regret a second. Yeah. Some family where my wife has turned to red. Hope you will be noble. Give me one more drink. Let's pour it on the grave and watch the liquor faint go. Just a laugh, I wanna live, and I don't regret.
regret a second. That's it. Well. One, two, three, on. Cadillac, driver wheels. She gave me heart attack, head over heels. She is so innocent and guilty too. Whoa, she is a militant from head to toe. Whoa, she's got me acting like a mule. She's so cruel. Oh. Feel so numb, ho! Mixing a song, so feel like scum, ha! She's got me acting like a dude. She's so cruel. Ich hoffe, die Songs, die eigentlich für Bands gedacht sind, aber jetzt von mir alleine gespielt wurden, im Duo mit mir selbst, haben euch soweit Spaß gemacht. Nachher kommt noch einer, der aus der Feder von Patty Sunil ist und ein wenig aggressiver ist. Den hauen wir ganz zum Ende raus. Jetzt kommen wir erstmal zum ersten Bericht über den Stream im Alpenmax. Es war eine schöne Geschichte. Viel zu viel möchte ich euch jetzt gar nicht verraten. Das zeigt ja gleich das Video dazu. Ich habe auch einen Song, Tom Waits' Tango Till They're Sore, von dort, der mit dabei ist. Leider nicht in der Version, wie er im Stream zu sehen war, denn der Stream ist leider nur direkt online gewesen und ist nicht archiviert. Aber ich habe zum Glück ein relativ gutes Handyvideo dazu. Schaut es euch einfach an. Ihr könnt ja nachher meckern. Soundcheck zu Hause machen, mal ganz Neues. Und zwar spiele ich heute Abend meinen ersten mehr oder weniger professionellen Stream mit meinem eigenen Mischpult anreisen.
Der Laden, der braucht im Grunde nur einen Stereokanal, der rausgeht. Also, und alles, was davor ist, mache ich. Das heißt jetzt für mich, ich werde ausprobieren, wie es funktioniert. Wenn, ich habe auch schon gehört, direkt Gitarre ins Pult, dazu ein SM58, klingt scheiße. Ich habe ein Röhrenmikrofon, das werde ich gleich ausprobieren, ob das funktioniert. Wie nah gehe ich ran, wie weit gehe ich, bleibe ich weg? Ja, genau. Wie nah gehe ich ran, wie weit bleibe ich weg? Ja. Es ist aufgebaut. Es sieht alles andere als professionell aus. Aber man sieht hier, habe ich mein Mikrofon, mein Mischpult, alles stehen. Und jetzt versuche ich einfach ein bisschen den Sound hinzubekommen. I'll do my very best. Führer auf. Und dann kommt was aus dem Mikro raus. So, mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich eventuell noch ein drittes Mikro brauche. Und zwar mein normales Gesangsmikro. Damit ich mit den anderen Mikrofonen schön den Raum aufnehmen kann und das Gesangsmikro für ein bisschen direkten Gesangssound sorgt. Dann habe ich festgestellt, dass ich bei meinem Mischpult nur, sag schon, Pre-Fader-Listening machen kann. Das heißt, wenn ich den Kopfhörer anschließe, kriege ich nur das, was vor den Fadern passiert. Das bringt mir nicht viel, weil ich ja einen Mix rausgeben muss. Das ist ein ganz schöner Aufwand, verdammte Scheiße. Also, eigentlich wäre es doch einfacher zu sagen, ich nehme ein Mikrofon mit und lass mir sagen, was passiert. Aber dann habe ich einfach keine Kontrolle über den Sound und weiß auch nicht, wie es klingt. Und ich möchte dann doch schon, dass es geil klingt. Geil, geil soll es klingen. So, den Soundcheck habe ich geschafft und ich bin kurz davor, den Scheiß ins Fahrrad zu schmeißen und loszuradeln. Ich muss zugeben, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Frag mich nicht, wie viele Gigs ich in den letzten Jahren in Kneipen hatte. Puh, da kommt ganz schön viel zusammen. Im Grunde weiß ich da genau meinen Ablauf. Und jetzt weiß ich erstens nicht, wie es wird mit dem Sound, was dieser Tontechniker da überhaupt sagt zu meinem Signal. Ich habe das so eingestellt, dass ich keinen Sound auf der Bühne brauche. Also ich spiele quasi einfach im Raum, habe die Mikrofone auf eine Armlänge Abstand eingepegelt. Das hat sich so als das Beste erwiesen, wo man noch ein relativ direktes Signal hat, aber schon den Raum mitnimmt. Ich brauche halt kein Monitoring, gar nichts. Es wird ja keine johlende Menge um mich herum sein. Und das ist das Nächste, was mich durchaus irritiert. Ich habe das schon bei den Sessions gemerkt, die ich aufgenommen habe. Allerdings habe ich ja diese Sessions auch als Videos für YouTube produziert. Das heißt, die sollen alle einzeln für sich stehen und geben. Aber es ist so ein bisschen wie eine Platte, die ich aufgenommen habe, nur halt live an einem Stück. Das ist zwar komisch, aber relativ egal. Aber jetzt geht es ja wirklich darum, einen Stream zu machen in einer Location und der soll dann möglichst von vielen Leuten gesehen werden. Das, was ich durchaus total strange finde, von einer nicht definierten Masse von Menschen zu spielen. Wir werden sehen, wie es aussieht. Ich packe den Scheiß bald ins Fahrrad. Ich trinke jetzt erstmal nochmal gemütlich ein Bierchen hier zu Hause und frage, wann ich genau da sein soll. Und dann geht's gleich los. So, jetzt bin ich hier im Alpenmax und man kann mich nicht sehen. Man kann gar nichts sehen. Wahrscheinlich hört ihr mich auch nicht, weil ich komme. Lass mal schauen, was hier los ist. Just a baby, my mama told me, son, always be the good boy, don't ever play with his guns, but I shot a man in Raymond. So, die Bühne steht. Im Hintergrund gibt es auch ein Interview mit dem Künstler vor mir. Und ich habe mir ein bisschen Astra-Urtyp hingestellt. Ich habe alles, es ist komisch. Ich habe, wie gesagt, mein Großmembran-Mikro hingestellt. Da. Und wir schauen gleich, was passiert. Ich freue mich unheimlich drauf. Thank you.
All the hounds will start a roar. The boys are going to hell down the kids. Drag along the pipeline, they tangle till they're sore. They take part of the nightmares and then they'll give them back. Just let me pull out of the window with confetti in my hair. Till I text a letter on a bag of my stairs. I'll tell you all my secret, but I lie about my past. Send me up a bed forevermore. Make sure that I guess Jesus has to just get me to New Orleans after this shit. Turn that spit on that. Take the drum and let me down. But my clarinet can hear that. So I can act. Just let me fall out of the window with confetti in my hair. Till I track the mirror on a blinded bed instead. I tell you all my secret, but I lie about my past. So send me up to bed forevermore. I run down, wave your flag on Cadillac, a face skillet on the wall. Cut me a switch, hold your brand, until the sound goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. Just let me fall out of the window with confetti in my hair. Till I track some dirt on a blind goodbye instead. I tell you all my secret, but I'll lie. Send me up to bed forevermore. Send me up to bed forevermore. Send me up to bed forevermore. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank an das Team hier vor Ort. Applaus, das ist der Aufreiß. Ja, warte mal. Bist du fertig oder was? Oder hast du noch eins? Sagt der Vertrag! Hast du noch eins? Der Vertrag? Ach, sorry, wir haben was zerrissen da hinten. Komm, wir sind doch unter uns. Die Leute wollen mehr. Weißt du, wenn der Vertrag zerrissen ist, kriege ich sowieso kein Geld, kann ich so lange spielen, wie ich will. Ne? Zugabe und Applaus wird gefordert. Zugabe und Applaus, okay. Also, Zugabe muss ich singen. Also Applaus wird gegeben und Zugabe wird gefordert. Alle hier, Janni, Tricky, Chicky, Trick, Trick und Track, alle im Chat. Das ist ja schön, da brauche ich noch ein großes Schluck Bier. Hier, mal zu, mal Zugabe. So, moin moin, der Tag danach. Gestern Abend im Alpenmax, natürlich während des Streams der anderen noch gesessen, noch ein Bierchen getrunken, das war ganz schön. Ihr seht da mein Fahrrad mit allem drum und dran, was ich gestern gebraucht habe. Bis auf die Gitarre, die habe ich sich ins Wohnzimmer gebracht. Jetzt geht's ab zur nächsten Veranstaltung. Heute geht's ab ins Radio zu Dana. Ein bisschen über die Krise reden und was auch sonst, wird's ja dann sehen. Jetzt muss ich nur noch suchen, wo hier Radio Leinewelle stattfindet. Da ist die 17, dann kann die 13 ja gar nicht so weit sein, oder? Schauen wir mal. 19, 10. Aber es ist wenigstens sonnig, schön, man kommt ein bisschen raus. Ach ja, herrlich. So, ich habe gerade hier, wie lange haben wir eigentlich geredet? Fast eine Stunde. Das ist übrigens Dana. Moin. Die gehört zum Radio Leinewelle, ja. Aber auch zum Kreuzberg und Kulturverein. Ja, das ist momentan mein Aufgabenfeld hier. Ne? Mit Leuten reden, ja. In leere Diskotheken gehen und so weiter und so fort. So, ich melde mich dann morgen, wenn es zur Dorfschenke in Herberhausen geht wieder. Okay, Dorfschenke Herberhausen, das habt ihr vielleicht gesehen, das Konzert. Wenn nicht, schaut euch den Link da oben an
und guckt es euch nochmal an, habt Spaß dabei. Ansonsten gibt es das ganze Interview mit mir und ich weiß gar nicht, ob die Songs noch mit drin sind oder nicht. Auf jeden Fall zum Downloaden, da unten ist der Link zu Radio Leinewelle und eben diesen Interview. Es hat Spaß gemacht, es war interessant, hört es euch an. Weiter geht's mit der offenen Bühne von Kreuzberg und Kultur, die momentan natürlich auch nicht wie gewohnt in der Diva Lounge stattfinden kann. Wir wissen zwar, das Café Kreuzberg damals gibt es schon lange nicht mehr. Da hat es angefangen mit der offenen Bühne, als der Nörgelbuff für eine Zeit verschwunden war. Als das Café Kreuzberg nicht mehr war, sind sie rumgezogen und haben in haufenweise Läden das gemacht. Wie gesagt, jetzt sind sie momentan in der Diva Lounge gelandet und jetzt online. Also die offene Bühne lässt sich nicht unterkriegen. Ich habe mich mit Klaus an den Waldrand gesetzt und wir haben ein paar schöne Songs produziert für die offene Bühne. Das Video zur kompletten offenen Bühne, ganze 4 Stunden, könnt ihr euch übrigens auch anschauen. Da, ne, wie immer, der Link da oben. Ich muss eigentlich nicht jedes Mal drauf zeigen, oder? Oder doch? Egal. Oder halt jetzt hier. Also, Musik ab. Für die 172. offene Bühne. Für die 100, geben wir uns richtig. Haben wir uns hier unter dem großen Himmelszelt getroffen. Ich finde das total schön hier eigentlich. Genau. Ich finde das Bild, was ich da sehe, finde ich sehr charmant. Finde ich total klasse. Ne? Genau. Zwei Holzhacker auf dem Weg zum Ruhme. Genau. Dem Weg zum Nirvana. Ja, oder ja. Und Prost. Da hinten die User vom Parkplatz. Das ist extrem. Ja, alles schön. Music loud and women swarm. I've been kicking around since I was born, huh? It's alright, it's okay. You may look the other way. We can try to understand. New York Times, the fact of man. Say whether you're a brother and whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Free the city breaking and everybody shaking. You're staying alive, staying alive. Come on, I, staying alive, staying alive. Come on, I, staying alive, yeah. Well, you get, I get low and I get high. If I can't get either, I really try. Got rings on heaven on my shoes. I'm a dancing man, so I can lose. You know it's alright. It's okay, I lived to see the other day. We can try to understand. New York Times, the fact of man. Say whether you're a brother and whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Free the city breaking and everybody shaking. You're staying alive, staying. Come on, I, staying alive, staying alive. Forever, I, staying alive. Gerade textlich rausgehauen. Scheißegal! Das ist die Bridge, in der wir Stimmung holen. Ja, yeah, come on! Ruft alle mit zu Hause! Und was immer ganz wichtig ist bei so einer Musik, vorne Floor! Yeah. You can tell
by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women swarm. I've been kicked around since I was born. You know, it's alright, it's okay. Is it the other way? We can try to understand. Leave town with a faculty man. Say whether you're a brother and whether you're a mother, you're staying alive. Staying alive. Feel sick and breaking and everybody's shaking. You're staying alive. Stay, come on. Staying alive, come on. Staying alive. Oh yeah. Oh, life and going nowhere. Somebody help me. Somebody help me. Oh, come on, life I'm going nowhere. Somebody help me. Somebody help me stand alive. Baby. Das war doch eine schöne Version. Ja. Kurzer Hacker drin, aber den haben wir gut überspielt. Ja. Wir sind ja live. Ja, wir sind ja live, okay. Wir sind ja bei der offenen Bühne. Da kann man uns nicht stundenlang zurechtfinanzieren, auch wenn ich mich dessen beim letzten Mal vielleicht ein Stück weit schuldig gemacht habe. Endlich mal du. Ich habe mich ausproduziert, aber diesmal machen wir das nicht. Diesmal setzen wir uns einfach in den Wald und spielen ein paar Songs. Was spielen wir denn noch? Was spielen wir denn noch? Mal gucken, was hier... Also, wir hatten zum Beispiel, hätten wir noch einen Zaubersong. Ja, ein Zaubersong. Okay. Kannst du den? Gucken, ob ich den jetzt so... I heat up, I can't cool down. My situation goes round and round. Round and round, and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame. Burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let it fire get higher. Abracadabra. You make me hot, you make me sad. You make me lower, you make me cry. Keep me burning for your love with a dash of a velvet glove. Abracadabra. I feel the magic in your cares. I feel the magic in your dress. Silk and satin, leather and lace. Black panties. In your size, just when I think I'm gonna get away, I hear those words that you always say. I say, Abra, Abra, Cadabra, I wanna reach out and grab you. Abra, Abra, Cadabra, whoa, an Abra, Cadabra. Thank you.
Every time you call my name, I heat up like a burning flame. Burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Abra, abra, cadabra, I want to reach out and grab ya. Abra, abra, cadabra, an abracadabra. One more time, come on now. Abra, abra, cadabra, I want to reach out and grab ya. Abra, abra, cadabra, an abracadabra. Das hört ja fast genauso aus wie das andere. Okay, das haben wir exakt so geplant. Ja, ja, das war genau so gedacht. Die mit einem lauten Schrei im Wald aufhören. Ja, und auch mal ganz schön. Das ist mal ganz interessant, wenn deine Gitarre mal nicht so laut ist beim Solo. Fand ich echt sportlich gerade. Ganz schön. Wollen wir die mal machen? Hotele? Jo. Hotele, Kalifornien. Weil es gerade so schön warm ist. Ja. Wir haben es nämlich warm. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice.
We're all just prisoners here of our own device. And the master's chambers, well, they gather for the feast. They stab it with a steely knife, but they just can't kill the bees, yeah. Running for the door, I had to find a passage back to the place I was before. Relax at night, man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. So, die Vögel haben Spaß gehabt. Die beiden Vögel, ja, hier. Wir auch. Keine Ahnung. Was Bird on a Wire. Genau. Dann würde ich sagen, macht's euch nett, ne? Ja, würde ich auch sagen. Tschüss. Zurück ins Studio. Sehr cool. So, der nächste Bericht kommt jetzt. Und zwar von der Aktion in Reiershausen. In Reiershausen hatte sich der Dorftreffer Reiershausen, das ist ein Verein, der so ein bisschen die Dorfkultur zusammenhalten möchte und unter anderem halt auch eine Kneipe dort betreibt, in der ich im Januar gespielt habe, hat sich überlegt, was machen wir, wie bringen wir die Leute zusammen, wie bringen wir den Leuten ein bisschen Kultur, ein bisschen Spaß in diese Zeit, in der keine Veranstaltungen sein dürfen. Also haben sie sich überlegt, sie nehmen mich, sie nehmen einen Anhänger, sie stellen mich auf diesen Anhänger, lassen mich auf diesem Anhänger Musik machen. Und zwar das nicht länger als 20 Minuten an einem Ort, damit sich nicht zu viele Leute sammeln. Und dann fahren wir weiter. Und so sind wir durchs ganze Dorf gefahren. Das hat super gut geklappt. Die Leute haben das super angenommen. Die Polizei hat sich das kurz angeguckt und hat gesagt, hey, alles in Ordnung. Die Leute stehen ja weit auseinander. Super, macht einfach weiter. Das war sehr schön, anders als in Herberhausen, wo ich noch nicht mal zu sehen war, aber das Ordnungsamt mit 4 Leuten rumgemosert hat. Es gibt Artikel über Herberhausen, da unten vom Göttinger Tageblatt. Ich weiß nicht, ob der gerade öffentlich einsehbar ist. Auf jeden Fall gibt es von der HNA auch einen Artikel über Reiershausen und auch vom Göttinger Tageblatt einen Artikel über Reiershausen. Und jetzt schaut es euch an. Es gibt wieder einen Song, den ich dort gespielt habe. Leider, dadurch, dass ich da meinen PC nicht mitnehmen konnte, nicht in allerbester Tonqualität, sondern aus dieser Kamera daraus. Aber ich denke, man kann es sich anhören. Also viel Spaß mit dem Bericht aus Reiershausen. Oh, ich stehe hier in Reiershausen und gleich gibt es den ersten und vielleicht einzigen Open-Air-Auftritt dieses Jahr. Und zwar stehe ich hier auf einem wunderschönen alten Truck und werde gleich durch Reiershausen gefahren, damit sich die Dorfbevölkerung aus der Sicherheit des Zuhauses an der Musik erfreuen kann. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Mikrofon habt ihr schon gesehen. So, da steht meine Box. Ich habe noch einen Ständer dabei, da kommt die dann drauf. Da liegt der Kram, da haben wir einen Spannungsumwandler und da haben wir Bier. Und da haben wir ein paar Leute, die das hier organisieren. Alle mal winken! Sehr schön. Und los geht das mit uralter Dieselpower hier. Sie geht in den Haus, das Spiel hat seinen
ihr habt's gemütlich hier oben. Aktion, die ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht noch ein zweites Mal machen werde. Aber es ist auf jeden Fall schon mal unheimlich spannend. Ich würde ja jetzt nach meinem Bierchen greifen und mit euch anprosten. Aber das mache ich hier mitten auf der Fahrt natürlich nicht. So. So, wir sind hier vor der Plesse-Schule und erreichen den ersten Auftrittsort. Ein paar Leute sind da. Und jetzt gibt's gleich ein bisschen Musik. So. Wer vereitelt unsere Pläne? Wer findet den Schatz? Was steht auf der Karte? So, den ersten Teil am Ende. Und jetzt habe ich auch was zum Sitzen hier drin. Jetzt kann ich auch prosten. Prost! So, habt ihr gute Laune, Reiershausen. Prost! Also einer geht noch hier, bevor wir weiterziehen, hier, oder? Ich will kurz überlegen, was. Ah, ich weiß, wenn wir schon gerade bei sowas sind. Die Sache ist die. Der Rock'n'Roll wird nie verloren gehen, oder? Rock and roll, feel the same.
another before that they each wheeled a bottle to the street below and motto, crying cockles and mussels. So, die Aktion ist gut gelaufen. Ja, total super. Erzähl mal was dazu, wie seid ihr drauf gekommen eigentlich? Jetzt ist Dietmar gefragt. Jetzt ist Dietmar gefragt, dann müssen wir Dietmar fragen, komm. Dietmar, du bist... Die Einsamkeit hat uns vorangetrieben. Die Einsamkeit hat euch vorangetrieben. Ja, wir mussten uns ja was überlegen, wie wir hier irgendwie weitermachen mit unseren Dorfgeschichten, Dorftreffen. Dann fiel uns natürlich ein, dass wir irgendwie nach draußen gehen müssen. Und mit dir hatten wir schon mal ein schönes Konzert. Und das wollten wir dann einfach nochmal wiederholen. Ja, das freut außerdem mich. Außerdem war es uns halt auch wichtig, im Gespräch zu bleiben. Ja, ja, das hat auch wunderbar geklappt. Die Leute waren schön unterwegs. Ja. Ne? Viele, viele Familien da gewesen, das hat echt Laune gemacht. Ne? Ja. Und viele sind ganz mit rumgegangen, die ganze Tour, von vorne bis hinten. Ja. Also ein voller Erfolg, sagen wir. Ne? Super. Ja. Warum das Ganze von 1 bis 10 eine lockere 12? Das lassen wir mal so als Schlusswort da stehen, oder? Ja. Vielen lieben Dank. Wir danken dir. Ja, wir danken dir. Ich hoffe, die Sendung heute hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Format, wie ich mich und meine Musik momentan hier irgendwie versuche im Internet unterzubringen. Ich schneide den Kram gerade noch mal so ein bisschen zusammen und überlege, was ich als nächstes mache. Ich werde wohl vermehrt Gastmusiker mir herholen. Dann werden wir ein bisschen über das reden, was die Musiker machen, was sie momentan machen, wie es sie betrifft oder nicht, je nachdem. Und ich denke, ich werde versuchen, dieses Format auch über Dauer zu halten. Die Songs gibt's alle einzeln, auch die Songs aus den Sessions gibt's alle einzeln. Ich werde wohl nächste Woche mal zu Michael Murauer ins Studio nach Eschwege fahren und dort werde ich sicherlich mit ihm auch ein bisschen reden, vielleicht auch ein bisschen Musik machen. Denn meine neue Platte Folk You sollte bald kommen. Patty's Funeral machen hoffentlich auch wieder irgendwas, irgendwann, irgendwie. Die Blues Explosion genauso. Schaut einfach im Internet, unterstützt die Musiker, unterstützt auch gerne mich. Ich habe nochmal einen Link, wo ihr mir Geld überweisen könnt. Macht ruhig einen Euro oder zwei. Mehr muss es gar nicht sein. Wenn viele Leute das machen. Wichtig, kommt was zusammen. Wichtig ist, verbreitet, was ich hier tue. Habt Spaß daran. Gebt mir ruhig eine Rückmeldung, was euch gefällt, was nicht. Ich werde auf jeden Fall weiter irgendwas tun, damit ich zu Hause nicht nur einsam vergammel. Jetzt nochmal ein Stück von Patty's Funeral, was meine Gefühle über das Ganze so ein bisschen beschreibt. Piss, fuck and shit. 1, 2, 3, hooray, hooray, shit ain't over, hooray, hooray, we're all gonna die, hooray, hooray, shit ain't over, this fucking shit, we're about to die. Ha! One more time.
gonna die. Hooray, hooray, shit ain't over. This fucking shit, we're about to die. Fuck you! Fuck it!